den möchte ich euch jetzt mal zeigen, weil sie einige Sachen gesagt hat, die auf genau das zutreffen, was ich halt des Öfteren ab und zu mal gesagt habe, was die Thematik angeht, wie ein Mann oder der ideale Mann sein muss. Und wir springen auch rein. Rand, you have said that your primary purpose in writing is to project the ideal man. For those who may not have read Atlas Shrugged and have not yet met Hank Reardon or John Galt, how would you describe the ideal man? Well, it took me about 700,000 words in Atlas Shrugged to describe him, so it's impossible to give a description. But I could tell you only the essential characteristics, mm-hmm. above everything else. A rational man? A rational man. Rational man. Der ideale Mann ist immer ein rationaler Mann. And guided exclusively by reason, an independent man, and a man of great self-esteem. Mm-hmm. Also, großes Selbstbewusstsein. Er wird guided by reason. Er wird quasi geführt von, von Rationalität. Wie kann man reason übersetzen auf Deutsch? I would name the... Was war das Dritte, was er gesagt hat? Achso, unabhängig. Also, guided by reason, unabhängig und... dependent man and a man of great self-esteem. Mm-hmm. I would... Sie hat übrigens nicht high, schon unten steht high, great self-esteem, also großartiges Selbstwertgefühl. Ich vermeide eben auch immer das Wort hohes Selbstwertgefühl, weil hohes Selbstwertgefühl ist übrigens auch nichts Gutes. Ne? Deswegen heißt es eigentlich immer ein gesundes Selbstwertgefühl. Name these three as distinguishing characteristics, the essential ones of what I regard as an ideal man. Mm-hmm. So a rational man then would depend upon nothing except his own reason for determining his actions. Exactly. No belief in anything he couldn't see or touch. That isn't exactly not the definition of reason. Yes, certainly no belief as faith. Mm-hmm. No faith in anything. Mm-hmm. But reason is the faculty which identifies and integrates the material provided by your senses. Mm-hmm. So you don't smell or touch with your reason. Yes, of course. That's the material, yes. which your reason integrates into concepts. Yes. And certainly an ideal man would never permit himself to act on the guidance of emotions or to act without knowing exactly what he's doing. Ja, hat sie super gesagt. Ein Mann handelt niemals oder würde es niemals erlauben, nach seinen Emotionen zu handeln, beziehungsweise er würde niemals nach so handeln, dass er nicht weiß, was er tut. Mm-hmm. If he is guided by reason, this will be the first two consequences. He will always know what he is doing and why, and he will not act blindly, and he would not act because he felt like it. So, das bedeutet, die Konsequenz davon ist, dass er immer weiß, was er tut. Dass er also quasi nicht blind irgendwas macht und vor allem, und sie wird gleich das nochmal sagen, er macht es nicht, weil er das Gefühl hatte, so handeln zu müssen. Okay? Wichtig. To my ideal man and to me, this is one of the worst, most immoral actions that anyone can permit himself to say, I did it because I felt like it. I did it because I felt like it. It's one of the most immoral actions. Also die unmoralischste Handlung, die jemals ein Mann sich antun kann, ist, wenn er sagt, ich habe X oder Y gemacht, weil ich mich danach gefühlt habe, es zu tun. Weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich müsste so handeln. It's quite all right to feel. But feelings are not tools of cognition, they are not guides to reality, and you keep your feelings to yourself. Feelings are the consequences of thought and action, not the primaries. Ja, hat sie super gesagt. Ja, nochmal. Also, sie sagt, Gefühle sind absolut in Ordnung, ja, und es ist auch gut, dass du Bezug zu deinen Emotionen hast, ja, was ich auch immer sage. Es ist also gut zu fühlen. Quite all right to feel.
But feelings are not tools of cognition. So, aber Gefühle, ja, sind kein Werkzeug deiner Kognition, also deines Bewusstseins. They are not guides to reality. Sie sind nicht, sie zeigen dir nicht die Realität auf, ganz wichtig, okay? Nur weil du etwas gerade fühlst, bedeutet es nicht, dass es wahr ist, dass die Realität so ist, wie du es gerade fühlst. And you keep your feelings to yourself. Feelings are the consequence. So, und Gefühle behältst du halt für dich, ja, weil Gefühle einfach die Konsequenz von Gedanken und Handlungen sind. Ja, meine Handlungen, die passieren und Gedanken, die ich dazu habe, erzeugen bestimmte Gefühle, die aber in der Regel nichts mit der Realität zu tun haben. Und deswegen ist es falsch, Entscheidungen zu treffen, die von diesen Gefühlen aus hervorgerufen werden. Das könnte jetzt 1:1 perfekt. Gedanken und Reaktionen sind ins erzeugen Gefühle. Könnt ihr 1:1 in das hineininterpretieren, was ihr gerade eben gesehen habt. Ja? Was waren seine Gedanken? Was ist passiert? Welche Gefühle kamen auf? Und entsprechend hat er gehandelt. Entsprechend hat er sich vorhin verhalten. Also nur damit ihr seht, warum es falsch ist, nach seinen Gefühlen, vor allem als Mann. Wir reden jetzt nur vom Mann. Als Frau funktioniert das nicht, weil Frauen halt emotionale Gefühle für Frauen an erster Stelle stehen. Warum es falsch ist, dass er nach seinen Gefühlen, sich von seinen Gefühlen hat leiten lassen. Action. Not the primaries, well, not the guides. If I didn't do it because I felt like it, why did I do it? I did it because... Because you felt... Now you see how bad language is. Right. Because you concluded, consciously, that this is the right thing to do. Right for whichever goal you're undertaking. You decide what you want rationally, and you choose rationally what steps you will take to pursue that goal. So that if you take a given action, you do it because you think it is right. Mm-hmm. Okay. Also. Von einer Frau, die sich mit der Thematik beschäftigt hat. Ja, habt ihr es nochmal gehört. Und sie hat sehr gut erklärt, warum es für einen Mann problematisch ist, emotional zu handeln. Nochmal. Das ist kein gesellschaftliches Konstrukt. Das ist jetzt auch kein, man kann es auch anders machen. Nein, kann man nicht. Und warum das so nicht ist, ist sehr simpel. Und warum bei Frauen es nicht geht und bei Frauen es nicht problematisch ist, weil ein Mann, der nicht so reagiert, den Respekt vor einer Frau verliert. Punkt aus. Warum ist das so? Weil es in der Biologie der Frau fest verankert ist, dass sie weiß, Männer reagieren erst rational, also erst kommt Rationalität, Emotionalität und dann kommt der Grund. Frauen ist es andersrum. Emotionalität, Rationalität und dann, glaube ich, Grund. Oder andersrum, vielleicht verwechsel ich es gerade. Keine Ahnung. Ist aber egal. Sorry, wenn ich es falsch jetzt sage. Und deswegen kann man nicht sagen, ja, heute in der Gesellschaft, ach nee, da kann der Mann auch vulnerabel sein und Gefühle zeigen, sich von Emotionen leiten lassen, ist doch kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Es ist für Frauen ein Problem. Weil Frauen dich nicht respektieren werden. Weil Frauen mit dir halt umgehen werden, wie sie gerade im Video mit ihm umgegangen ist. Sie hat lediglich auf das reagiert, wie er sich verhalten hat. Okay? Nochmal. Sie, also für all diejenigen, an alle Männer da draußen, die das irgendwie vielleicht mal demnächst sehen sollten und sagen sollten, boah, was ist das für eine, was? Nein. Sie trifft keine Schuld. Sie reagiert nach ihren Emotionen. Völlig normal für eine Frau. Er reagiert falsch. Er ist das Problem. Sie reagiert nur darauf. Und entsprechend, was sie hineinschmeißt und ihr entgegenkommt, reagiert sie halt. Und gibt ihm das zurück, was sie von ihm bekommt. Und wenn sie nicht das zurückbekommt, was sie eigentlich zurückbekommen wollte, nämlich ein Mann, der sagt, okay, ich handle jetzt aufgrund dessen, was ich will, was für mich wichtig ist und lass mich jetzt nicht von irgendwelchen Emotionen leiten, weil ich gerade angepisst bin, sauer bin, enttäuscht bin, wütend oder Verlustangst habe oder was auch immer in meinem Kopf vorgeht, sondern entscheide rein rational, egal was ich fühle, weil meine Gefühle keine Rolle spielen, sie spiegeln auch nicht die Realität wider,
Dann sagt die Frau, tja, wird mal wieder Zeit, ein paar neue Eier auf eBay zu bestellen. Und entsprechend behandelt sie dich auch. So, dass natürlich Männer heutzutage sehr feminin erzogen werden und dass viele Männer dann entsprechend auch erzogen werden, emotional zu reagieren und bla bla bla. Gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Na, aber nur damit ihr versteht, liebe Männer, ja, was die Problematik dessen ist, wenn du sagst, ich handle rein emotional. Es geht mir schlecht, also lasse ich auch entsprechend meine Laune freien Lauf. Ob ich traurig bin, ob ich wütend bin, ob ich was auch immer bin. Meine Freundin wird es mir schon verzeihen, wenn ich jetzt zum 5. Mal in diesem Monat vor ihr weine, weil ich mit der Welt nicht klarkomme. Und weil ich und wenn ich jetzt zum 10. Mal in diesem Jahr mich wieder vulnerabel zeige. Ja, sie wird sagen, toll machst du das. Du hast einen Bezug zu deinen Gefühlen. Aber ab nächstes Jahr kannst du das alleine weitermachen. Und mit dir schlafe ich sowieso nicht mehr. Weil, sorry, aber Upturn hoch 10. Das ist die Konsequenz. Nur das Problem ist halt, die meisten Männer heutzutage verstehen halt drunter, dass wenn sie sich halt so benehmen, dass Frauen sie halt attraktiv und anziehend finden und sie sich dadurch einen Weg in ihren Schlüpfer verschaffen können. Das ist halt leider das, was sehr viele nicht verstehen. Also wenn eine Frau zu einem Mann sagt, oh, du musst vulnerabel sein, du brauchst Zugang zu deinen Gefühlen, lass deine Gefühle raus, dann sagt sie nicht damit, hey, mach das und dann finde ich dich mega geil und anziehend. Aber das ist das, was ein Mann versteht. Ein Mann versteht, ah, wenn ich weine, wenn ich vulnerabel bin, dann fliegen mir die Frauen zu. Dann finden die mich sexy und anziehend. Und dann tun sie das, weil... Ne? Männer tun alles für, wie spät haben wir? Ja, für Pussy, Real Talk, alles. Sie warten sogar 30 Jahre lang in der Friendzone, um einmal einen Schuss ab, um einmal eine Chance zu bekommen, was abzugreifen. Also werden sie vulnerabel oder lassen ihre Emotionen freien Lauf. Und was sagen dann die Frauen? Ach, das ist schön, das finde ich schön, dass du das machst, aber oh, mit dir schlafen? Oh, sorry, nein. Ach, oh, nee. Nee. Ich weiß, letztes Jahr fand ich dich noch attraktiv, aber mittlerweile, oh nee, ich will nicht mit dir schlafen. Ach, oh, um Gottes Willen, wenn du mich auch noch anfasst. Ach, oh, was eine Pussy. Nee. Ich schlafe doch nicht mit einer Frau. Aber warum darf man keine Gefühle zeigen? Hast du das Video gerade eben nicht gesehen? Du sagst doch selber, es ist nicht attraktiv, aber warum darf man keine Gefühle zeigen? Deswegen, weil es nicht attraktiv ist. Punkt aus. Was bringt es dir denn? Moment. Die Frage ist erstmal, wem zeigst du die Gefühle? Also nochmal, bevor es jetzt einige hier falsch verstehen. Ich habe nicht gesagt, du darfst als Mann nicht einen Bezug zu deinen Gefühlen haben. Du darfst nicht emotional sein. Du darfst nicht... auch mal schwach sein, du darfst nicht weinen, du darfst nicht jammern, habe ich nicht gesagt. Aber die Frage ist, wo machst du das? Und wie oft machst du das? Und wann machst du das? Dass ich natürlich weine, wenn meine Mutter oder meine Eltern sterben oder mein Hund stirbt, da wird sicherlich meine Freundin nicht sagen, was ein Waschlappen, mit dem will ich nie wieder schlafen. Aber wenn ich jede Woche weine, weil auf meiner Arbeit es nicht gut läuft oder ich hier auf Instagram keinen Schwanz mich mehr sehen will und ich deswegen down bin und deprimiert bin, dann ist das was anderes. Heißt es, ich darf das nicht machen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber dann mach es halt nicht vor deiner Freundin. Dann mach es halt zu Hause. Alleine. Mach es vor deinen Kumpels, die dich auch irgendwann auslachen werden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also nochmal. Das hat sie auch gesagt. Sie hat auch gesagt, du musst einen Bezug zu deinen Gefühlen haben. Gefühle sind gut. Aber dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen. Das
ist das, worum es geht. So, wenn ich also da sitze,